Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Heute wollen wir einen Teil von dem Wandteppich hier in südlichen Elsweyr sammeln. Und da befinde ich mich gerade an einem Ort, wo ihr einen Teil davon findet. Die Quest dazu, Meisterwerke, habe ich unten im Text verlinkt. Und gleichzeitig ist es auch eine Errungenschaft, die findet ihr hier unter Dragonhold allgemein. Oder ihr gebt einfach hier als Suchbegriff Wandteppich ein, dann findet ihr hier diese Errungenschaft Geschichtsfetzen und hier wird euch auch angezeigt, was im Prinzip alles noch fehlt und wie wir hier sehen, fehlt ihr noch alles. Wir haben hier die Fundstelle von Pharos Wandteppichfetzen und wenn wir einmal auf die Karte gucken, wenn ihr das Glück habt, Mappins installieren zu können und auch zu wollen, dann habt ihr hier eben dieses Fragezeichen, was euch genau anzeigt, wo diese Wandteppichfetzen versteckt sind. Wie ihr seht, befinden wir uns hier gerade an der Fundstelle von Pharos Wandteppichfetzen. Und gerade für die, die eben kein Mappins installiert haben, weil sie es nicht wollen oder nicht können, weil sie vielleicht Konsolenspieler sind, schauen wir jetzt gemeinsam einmal, wo dieser Teppich oder dieser Teppichfetzen versteckt ist. Also ihr lauft von dem Wegschrein der Westebenen hier einmal runter und lauft dann direkt eben auf diesen Turm zu oder wie immer das man das nennen möchte. Sieht immer schön aus hier. Ich mag das südliche Elsweyr total gerne, beziehungsweise Elsweyr allgemein. Wir gehen jetzt hier mal in diesen Turm hinein. Und wenn wir uns hier umgucken, dann sehen wir hier, wenn wir es ein bisschen näher gehen, sehen wir es so ein bisschen schimmern. Ist nicht ganz so auffällig wie zum Beispiel beim Vorläufermodell, aber es wird einem schon klar, hier ist schon irgendwas Besonderes, was wir einsammeln sollen. Und wenn wir mit dem Mouse-Over drüber gehen, dann sehen wir auch Pharos Wandteppichfetzen. So, den packen wir ein. So, und dann ist auch weg. Wenn wir jetzt einmal schauen, hier hat sich wirklich gar nichts getan. Deswegen erst hingehen, da wo ich die Quest bekommen habe, das Ganze in diesen Teppich oder in diese Wand dann einfügen und dann haben wir auch den Haken in der Errungenschaft. Ist aber nicht nötig, ihr könnt auch im Zweifelsfall erstmal alles einsammeln und so am Ende hingehen, aber wenn es euch nicht das Inventar verstopfen soll, dann müsst ihr das natürlich regelmäßig tun. Ja, als Belohnung gibt es dann eben die Replik dieses Wandteppiches, Replik der Khajiit der Monde, sprich ein schönes Einrichtungsteil, was eben auch nicht jeder hat, weil man muss ja jede Menge dafür tun, um es zu bekommen. Und ich mag sowas immer total gerne. Ja, ich verlinke, wie gesagt, unten die Quest und auch noch, wo ihr weitere Teile von diesem Wandteppich finden könnt. Wünsche euch viel Spaß mit dieser Quest und beim Sammeln, beim Housing sowieso. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich immer über ein Like und ein Follow. Und sagt damit Tschüss, eure Kastanie. Bis zum nächsten Video.